Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zukunft des offenen Ganztags in der Grundschule ist von enormer Bedeutung. Es geht um Bildungschancen, weil die Ganztagsbetreuung ganz zentral ist für die Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen. Es geht aber auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir sagen im politischen Jargon immer so schnell Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das stimmt auch, aber machen wir es konkret. In den meisten Fällen geht es beim Ganztag um die beruflichen Chancen und um die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen in diesem Land. Und es geht darum, dass wir es uns nicht leisten können, in Zeiten vom Fachkräftemangel, dass gut ausgebildete Eltern nicht oder nur weniger Stunden arbeiten können, als sie es eigentlich gerne würden, weil Betreuungsangebote für die Kinder fehlen. Es geht also um Bildungschancen, es geht um die Stärkung von Familien in Nordrhein-Westfalen und es geht um einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels und es geht um über eine halbe Million Plätze im offenen Ganztag, 580.000 Plätze, die hier in Rede stehen, um den kommenden Rechtsanspruch zu erfüllen. Die Koalition, CDU und Grüne, haben im Koalitionsvertrag versprochen, wir regeln den Rechtsanspruch auf diesen Ganztagsplatz in einem eigenen Landesgesetz, in einem Ausführungsgesetz. Und bis Anfang dieses Jahres hat die Landesregierung das auch noch so kommuniziert. Zum Beispiel noch im Februar im Familienausschuss gesagt, bis zur Sommerpause legen wir ein entsprechendes Gesetz vor. Seit wenigen Wochen will die Landesregierung, will diese Koalition nichts mehr davon wissen. Stattdessen gibt es immer dieselbe Sprechblase. Wir arbeiten an Umsetzungsregelungen. Es gibt keinerlei Informationen zum Zeitplan. Worte wie Gesetz oder Erlass oder Konnexität meiden Sie wie der Teufel das Weihwasser. Stattdessen haben Sie fachliche Grundlagen vorgelegt. Und in den jüngsten Debatten, auch im letzten Plenum hier im Hause, war das ja auch immer die Antwort der Koalition auf die Kritik. Nun haben Sie sich nicht so, wir haben doch fachliche Grundlagen vorgelegt. In der gestrigen Fragestunde konnte die Ministerin Josephine Paul aber noch nicht mal genau sagen, was ist denn das eigentlich für ein Instrument, fachliche Grundlagen? Wie verbindlich ist das? Hat das einen Gesetzescharakter, einen Erlasscharakter? Gegen Ende der Fragestunde, Frau Ministerin, haben Sie dann gesagt, das sei eine Wiederholung der Rahmenbedingungen. Also, drei Seiten fachliche Grundlagen sind Selbstverständlichkeiten und Wiederholungen schon geltender Rahmenbedingungen und noch dazu ohne jegliche Verbindlichkeit. Meine Damen und Herren, mit unverbindlichen Selbstverständlichkeiten lässt sich der Rechtsanspruch auf den Ganztag aber nicht gestalten und nicht garantieren. Unverbindliche Selbstverständlichkeiten, das ist keine Politik, das ist Politikverweigerung von dieser Landesregierung. Und der Rechtsanspruch kommt ab 2026 in Stufen. Und das ist verdammt wenig Zeit, die noch bleibt, um die fehlenden Plätze auszubauen, um das Personal dafür zu finden, um Räumlichkeiten zu schaffen, die in vielen Orten noch fehlen, um die Konzepte auch entsprechend weiterzuentwickeln. Und wir haben ja schon heute die Signale, dass älteren Kindern die Kündigung der Betreuung droht, Dritt- und Viertklässlern, weil der Anspruch aufwächst. Und wenn Erstklässler einen Rechtsanspruch haben, droht es so zu kommen, dass Dritt- oder Viertklässlern die Betreuung gekündigt wird, um den Rechtsanspruch der Jüngeren zu erfüllen. Und obwohl das eine ganz konkrete Drohung aus der Szene von den Trägern ist, spielt diese Landesregierung auf Zeit. Sie verunsichern Kommunen und Träger, sie verunsichern übrigens auch die vielen Beschäftigten. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung führt unser Land sehenden Auges in eine OGS-Notlage, in eine bildungspolitische Notlage und übrigens auch in eine familienpolitische Notlage. Das alles ist Ihre Verantwortung, meine Damen und Herren. Und dieses Verhalten führt zu Fragen bei den Betroffenen, aber auch aus dem Parlament. Und Frau Ministerin Paul, mit dem Verhalten, mit Ihrem Verhalten in der gestrigen Fragestunde haben Sie ja geradezu um die heutige Aktuelle Stunde gebettelt. Das kann man ja gar nicht mehr anders beschreiben. Es gab konkrete Fragen, ganz konkrete Fragen zu Kosten, zu Entscheidungswegen, zu Qualitätsstandards, zu Zeitplänen. Nichts, aber auch gar nichts haben Sie da beantwortet. Und nun gebe ich Ihnen recht, die Antworten, die Sie geben, müssen uns inhaltlich nicht gefallen. Aber, Frau Ministerin, die Antworten, die Sie geben, müssen zur Frage passen, die vorher gestellt wurde. Und
Und es gibt eine Grauzone bei den Parlamentsrechten, das will ich ja zugeben. Es gibt eine gewisse Grauzone bei der Frage, wie muss genau informiert werden, wie genau ist das Auskunftsrecht. Aber diese Ministerin, meine Damen und Herren, sie tanzt auf der Grenze von Grau zu Schwarz. Und das ist ein gefährlicher Tanz mit den Auskunftsrechten des Parlaments. Und wir erleben das ja nicht zum ersten Mal. Frau Ministerin Neubauer, ihr wurde bescheinigt vom Informationsdienst, vom Gutachterdienst des Landtags, dass sie beim RWE-Deal die Verfassung gebrochen hat, die Parlamentsrechte missachtet hat. Frau Ministerin Scharrenbach hat eine Botschaft aus Münster bekommen, was die Auskunftsrechte des Parlaments angeht. Und Frau Ministerin Paul, Sie können sich da einreihen. Die Missachtung von Parlamentsrechten wird mehr und mehr zum Markenkern dieser schwarz-grünen Landesregierung. Und nun wissen wir alle, ein Gesetz, was wir hier beschließen, schafft nicht von heute auf morgen neue Räumlichkeiten, kann auch nicht neues Personal herbeizaubern. Aber ein Gesetz müsste doch den Weg zur Erfüllung des Rechtsanspruches aufzeigen und skizzieren. Wie sollen denn die noch fehlenden Plätze ausgebaut werden? Und Vertrauen ist da schwierig, Frau Ministerin Paul, bei dem Ausbau der Kita-Plätze legen Sie ja einen Negativrekord nach dem nächsten aus. Insofern verzeihen Sie uns, wenn wir genauer nachfragen, wie es denn bei den OGS-Plätzen läuft. Welche qualitativen Standards wollen Sie denn eigentlich dort garantieren? Sie haben gestern ausschließlich über die Quantität, über die Anzahl der Plätze gesprochen, aber niemals über die Frage, wie können wir denn da ein hochwertiges Bildungsangebot eigentlich auch schaffen? Wie verzahnen wir das eigentlich enger mit dem Schulalltag? Auf diese Fragen und noch viel mehr braucht es konkrete Antworten und zwar schnell. Sie geben aber keine Antworten, Sie lassen die Betroffenen ratlos zurück. Und neben all diesen fachlichen Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen, stelle ich mir ja noch eine weitere. Wie würde eigentlich die Oppositionspolitikerin Josephine Paul die Ministerin Josephine Paul hier im Plenum behandeln und nachfragen, wenn da die Rollen getauscht werden? Meine Damen und Herren, Ihre Prioritäten stimmen nicht. Ihre Familienpolitik hat das Motto, wenn es für die Betreuung der Kinder schon keine Verlässlichkeit gibt, dann kann ich einmal im Jahr beim NRW-Familienfest immerhin mit dem Ministerpräsidenten ein Selfie machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Familien brauchen kein Selfie, sie brauchen Verlässlichkeit, sie brauchen hochwertige Bildung und Betreuung. Und diese Landesregierung liefert nichts davon. Sie fahren uns in den bildungs- und familienpolitischen Bankrott. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ministerin Feller hat im Schulausschuss vor einiger Zeit mal, und ich zitiere, ein neues Kommunikationszeitalter angekündigt, der Landesregierung. Wie war? Ich glaube, Sie meinten das anders. Diese Landesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, sie laviert, sie schwimmt, sie bricht die eigenen Versprechen, und wenn man sie daran erinnert, sind die anderen daran schuld, dass man sie daran erinnert. Meine Damen und Herren, beim Thema OGS ist das kein völlig normales Regierungshandeln. So haben Sie das ja eben beschrieben. Das ist kein völlig normales Regierungshandeln. Sie sind in einem kommunikativen Rückzugsgefecht und das seit Wochen. Und das merken alle. Es ist ja nun wahrlich nicht so, dass das alles hier nur debattiert wird, weil ein paar Leute aus der Opposition nicht wussten, wie sie ihn Donnerstagmittag rumkriegen sollen. Hier standen über 20.000 Leute vor dem Landtag aus dem Sozialbereich. Das waren doch nicht wir. Das waren doch nicht wir. Und an den Kollegen der AfD, der gerade reingerufen hat, doch, Sie sind völlig frei zu gehen. Ich brauche Sie persönlich hier nicht, wenn Sie sich hier überflüssig fühlen. Also, über 20.000 Leute stehen da draußen. Jeder von uns in den Wahlkreisen spricht doch mit Trägern, spricht mit Kommunen. Viele sind noch selber kommunalpolitisch aktiv und erleben das jeden Tag. Wenn Sie sich hier hinstellen und das alles nur als Getöse der Opposition abtun, dann ist das ein Schlag ins Gesicht aller Betroffenen vor Ort. Und es reicht nicht, bei aller Wertschätzung, Christina Schulze, es reicht nicht zu sagen, das ist uns eine Herzensangelegenheit. Das glaube ich. Aber Herzensangelegenheit ersetzt kein Regierungshandeln. Das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und da gibt es übrigens auch Widersprüche. Und darum reichen so unverbindliche Richtlinien nicht. Da gibt es schon Widersprüche, weil die Ministerin Paul hier gesagt hat, wir sind ja nicht bei Null. Das Kollege Heinisch gerade auch gesagt, wir sind nicht bei Null, wir bauen darauf auf, bestehendes System, Schule, Jugendhilfe mit den Trägern, das funktioniert doch wunderbar. Wiebke Brems hat eben einen ganz anderen Punkt angesprochen, wo ich übrigens zustimme, nämlich die Frage, wie vernetzen wir das eigentlich besser und inwiefern muss man das vielleicht auch viel mehr gemeinsam denken in Zukunft.
Darüber lohnt es sich ja zu diskutieren. Tun wir übrigens auch regelmäßig hier an dieser Stelle. Das geht aber eben nur, wenn es auch wirklich konkret wird. Wie soll es denn dann eigentlich sein? Und wenn dann erinnert wird an den Beschluss des Rechtsanspruchs auf Bundesebene, Christina Schulze-Vöcking, dann darf ich daran erinnern, dass das eine Große Koalition beschlossen hat. Und dann darf ich daran erinnern, dass Nordrhein-Westfalen damals im Bundesrat zugestimmt hat. Sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, der Bund müsste das mal alles lösen, nachdem eine CDU-geführte Bundesregierung das gemacht hat und eine CDU-geführte Landesregierung im Bundesrat zugestimmt hat, das ist deutlich zu wenig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das Highlight dieser Debatte war, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Wiebke Brems von einer Empörungsspirale der Opposition gesprochen hat. Sind die Grünen in der Opposition, besteht ja die gesamte Grünen-Fraktion aus empörungspolitischen Sprechern. Sind sie in der Regierung, ist jede kritische Nachfrage Majestätsbeleidigung. Niemand hat so schnell einen Rollenwechsel hinbekommen wie Sie. Und dann tun Sie das hier so ab, hier würde so im Detail nachgefragt, wer hat denn mit wem wann gesprochen und was soll das eigentlich alles? Ich mache Ihnen einen Vorschlag und ein Angebot. Ich drucke gleich im Büro nochmal die Protokolle aus von den grünen Fragen an Christina Schulze-Vöcking zum Beginn der letzten Legislaturperiode und dann wollen wir mal gucken, wer hier zu sehr nach Details, wer wann mit wem gesprochen hat, nachfragt. Sie sitzen ganz schön im Glashaus bei dieser Frage und sollten sich ein bisschen mehr zurückhalten. Es geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, um ganz konkrete Fragen. Wie wir das inhaltlich weiterentwickeln, wie wir den Platzausbau organisatorisch schaffen. Es geht um ganz konkrete Fragen, die auch zusammenhängen mit Investitionsentscheidungen von Kommunen. Wie sollen wir das denn eigentlich genau planen? Womit ist zu rechnen? Ist zum Beispiel bei einer engeren Verzahnung von OGS und Schulalltag, wie verändert sich dann eigentlich der Raumbedarf? Wie verändert sich das dann eigentlich im Personalbedarf, wenn wir es enger miteinander verzahnen? Ich hielte das übrigens für richtig, das mehr gemeinsam und einheitlich zu denken. Um das aber entscheiden zu können vor Ort, braucht es mehr als unverbindliche Richtlinien. Das, was Sie hier gemacht haben, steht auf tönernen Füßen und reicht vorne und hinten nicht. Das Gegenteil von dem, was Sie hier liefern, das ist Verlässlichkeit. Sie sind weiterhin in einem Rückzugsgefecht. Sie brechen die eigenen Zusagen und ärgern sich, wenn Sie daran erinnert werden. Sie sollten offen damit umgehen und dann kann man auch gemeinsam an vernünftigen Lösungen arbeiten. So wird das nichts. Dieses Land fahren Sie familien- und bildungspolitisch vor die Wand.